Ah ja, ich glaube, das nimmt schon auf, ne? Ja, ich habe ein neues Handy, weil ich muss ja immer das allerneueste Handy haben. Nein, es ist kein neues Modell, nur das alte war wirklich kaputt, kann man sagen, ne? Mal gucken, kann ich mich ja auch selber sehen, wenn man hat ja so drei Linsen, ne, statt wie früher nur eine oder zwei. Menschen haben das zum Beispiel zwei Linsen oder Augen, ne, und das hat jetzt hier drei, ne. Und ich nehme an, dass man mich jetzt sehen kann irgendwie, ne, oder so. Ah ja, schon mal Name. Das ist mein Infinity Spiegel, ne? Den kann man auch einschalten übrigens. Einschalten. Mal gucken, ne? Und weil irgendwo ist ein Schalter, ne? Und ja, guck, ne? Guck, kann man das sehen, nehmen, ne? Aber so, ne? Ja, so. So kann man das sehen, ne? Und in Infinity, ne? Infinity. In Herzform. War am preisgünstigsten. Das ist übrigens von Weel, ne? Ein Katalog, nicht Katalog, ein Kalender, ne? Kalender, ne? Kalender, Kalender. Oder hier einige Mal das Figuren, ne, das Berühren der Figuren und so weiter. Mit den Pfoten ist verboten oder auch nicht verboten. Ja, hier kann man aber in einem Flur, ne, also einige von den Sachen filmen, die im Flur hängen, weil es sind sogar mehrere von mir, ne, weil hier die auf dem Friedhof, die Dinger, ne, die habe ich selber fotografiert und dann verändert. Das hier, das habe ich gekauft und das habe ich mal ersteigert, ne, und das wiederum ist selber gemacht, ne. Und das ist übrigens eine bukharische Kippa, ne? Und ja. Und den Spruch hier, weiß nicht, ob man den lesen kann, ne? Den hatte meine Oma auch schon im Schlafzimmer, ne? Und hier den anderen Spruch, den hatte meine Oma nicht im Schlafzimmer, weil den habe ich so aufgeschrieben, ne? Ja. Okay. Und hier habe ich noch eine Idee, das ist ja eine Weltkarte, ne? Habt ihr natürlich sofort erkannt, ne? Aber eine Weltkarte, und dann habe ich dann mir statt Feuerlöschern habe ich mir jetzt zwei so Tücher gekauft, ne? Die kann man dann da rausziehen schnell und auf das Feuer werfen. Und das Feuer ist dann, bekommt dann keinen Sauerstoff mehr und dann ist es aus, ne? So die Theorie. Und ich habe gedacht, kombiniert mit der Weltkarte ist das doch irgendwie hat es doch eine gewisse gesellschaftspolitische Relevanz, ne? Also da kann man mal gucken, ne, wo man ist, ne? Also man ist das jetzt unscharf hier oder wie? Also, wo man ist, ne, man ist ja in so Europa, sind die meisten, ne? Also die meisten, die ich kenne, die sind hier so in Europa. Aber man kann auch noch auf andere Weise schauen, wo man ist, nämlich hier mit dieser Karte, ne? Also das ist unten sind die Planeten des Sonnensystems, ne? Und oben unsere Milchstraße, ne? Und hier kann man auch lesen, ich weiß nicht,
Ist das hell genug? Ist das scharf genug? Ich weiß es nicht. Also hier steht jedenfalls, wir sind hier, ne? Und dann so wir sind hier. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Woher wissen die das? Ne? Die wissen wirklich alles über uns anscheinend. Ne? Ja, wo ich schon hier so weiter rumfilme, ne? Also hier noch einige weitere Impressionen aus meinem Flur, ne? Auch ein Foto von mir, das auch hier, ne? Das auch, kann man das sehen? Ne, kann man nicht. Doch, ja, steht da, ne? Und ja, hier, und hier sehen wir einen armen Hund. Ein armer Hund, ne? Weil der hat jetzt ein dreifach Pech, ne? Wenn man bei mir reinkommt, draußen liegt ja eine Fußmatte, die ist nicht so freundlich, ne? Also ihr kennt ihn, ne? Ihr kennt ihn, glaube ich. Ihr kennt ihn aus dem Film Herrn der Augenringe oder so ähnlich. Ne? Und ja, die Zeiten kennen dann sich oder hier auch, ne? Hier ist das Volk, das ist mein Sitzstock und noch ein anderer Stock von mir, aber nicht von Stockhausen. Ja, und ja, draußen ist eine unfreundliche Fußmatte, aber hier haben wir dann doch auch einen positiven Gruß, ne? Und noch ein Foto von mir, ne? Noch ein Foto von mir, ein verändertes, ne? Und damit habe ich jetzt hier eigentlich im Flur schon so allerlei gefilmt. Das ist ein Retro-Telefon, allerdings natürlich vom technischen her, ja, und so weiter, ne? Hier, wichtige Nummer, ne? 116, 117, ne? Kein Baum, kein Baum ist egal, ne? Kein Mensch, aber eigentlich eben auch kein Baum. Hier liegen auch noch so ein paar Sachen rum, ne? Zum Teil etwas unordentlich für rote Nasen, ne? Und das ist kein Reichsbürgerpass, sondern ein Zeitreisepass von Anja Bagus. Den hat sie mir mal ausgestellt, das war so im Jahr 2000, 445 oder so, da hat sie mir den mal ausgestellt. Ne? Ach, mal hier, da habe ich noch eine Weisheit. Ne? Also, wenn die Leute draußen den Motor laufen lassen, ne, dann reiche ich denen manchmal durch die geöffnete Fahrerscheibe, reiche ich denen dann den Zettel an. Und die gehen dann freundlich nickend fort. Ne? Und ja. Ja, und ja, so könnte man ja noch stundenlang, ne, plaudern, bis einem endlich dann mal ein Licht auffällt, ne? So ein Licht auffällt, ne? Nach einiger Zeit fehlt einem dann. Ja, habe ich ja schon gesagt, ne? Kann man auch wieder ausmachen. Und ja, da sind meine Haargummis. Ja, vielleicht wieder eins runterschmeißen. Ne? Also meine Haargummis und das ist Shampoo. Habe ich aber noch nicht benutzt. Ach ja, und das war mal in einem Glückskeks. Ne?
habe ich dann vergrößert natürlich, weil so große Glückskekse, die gibt's ja gar nicht. Ne? Habe ich vergrößert und dann hier aufgehängt. Und dann runter, das ist meine Rechtsschutzversicherung, aber ich will, also eine von meinen Rechtsschutzversicherungen, ich will da aber jetzt keine Schleichwerbung machen. Dafür. Okay, ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich so ziemlich die Sachen, die man sehen darf, gesehen. Ne? Und vielleicht hier noch nebenan im Flur, da ist es aber bestimmt schon wieder zu dunkel, ne? Oder? Naja, gerade noch so, oder? Ich weiß nicht. Muss man mal gucken, nachher meine. Ja, hier ist, sind so die Esoterik-Sachen, also die meisten, ne? Die meisten Esoterik-Sachen. Unten auch, ne? Unten sind auch noch welche, ne? Esoterik und Philosophie, Religion, all so Dinge, ne? Und hier noch ein paar. Das kann man noch gut sehen vom Licht, ne? Und noch ein paar andere. Eine Brücke in, Kreis, ja, eine Brücke in Ludwigshafen, ne, in mehreren Variationen von mir gestaltet, ne. Und hier noch einmal mein Minifack, ne, wie in so Spielen, ne, warum ist das so undeutlich? Also so unscharf. Also Minifack. Wie in so manchen Engelshootern, ne, da gibt es ja auch noch so Minifacks, ne? Und hängt bei mir dann auch, ne? Und Sachen, die man ganz schnell zur Hand haben muss, die habe ich dann etwas noch da unten hingestellt, ne? Jo, nicht aus hier lange. Und ja, das ist zum Thema Flur, ne? So einen alten Teppich noch, ne? Kennt man ja, ne? Von früher oder so. Jo, in diesem Sinne, liebe Leute, muss ich gucken, dass man nicht zu viel von mir sieht. Aber so vielleicht, ne? Jetzt habe ich das mal ausprobiert, wie das ist mit den drei Linsen, ne? Ein Linsengericht, ne? Von drei statt einer, ne? Und vielleicht ist das ja gut für die Qualität, Schärfe oder Lichtausbeute, ne? Und das ist dann mal das Ende des Testfilmes. Vielen Dank. Tschüss.